wird ein großes Ä, Ö oder Ü schreiben. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ein kleines A ist leicht, ein großes A auch, ein kleines Ä und ein großes Ä. Bei uns in der Schweiz erscheint dann nicht ein großes Ä, sondern ein französisches A. Das ist ein Kompromiss an die Franzosen, an die Welschländer. Wir haben auf der Tastatur französische Zeichen. Wie kriege ich nun das große Ä hin? Drücken Sie oberhalb der Großschreibtaste, man sagt Shift-Taste, die sogenannte Caps-Lock-Taste. Ich mache das nun. Es erscheint da unten ein Zeichen, das ist das Symbol, das ich jetzt nur noch groß schreiben kann. Aber wenn diese Caps-Lock-Taste gedrückt ist und wenn ich jetzt ein Ä drücke, dann kommt ein großes Ä. Natürlich auch ein großes Ü und ein großes Ö. Und jetzt drücke ich nochmals die Caps-Lock-Taste. Sie sehen hier unten, jetzt ist das Haus oder das große A wieder durchstrichen. Es schreibt Word wieder klein. Das sieht natürlich viel schöner aus, als wenn Sie AE oder OE oder UE schreiben für Ä, Ö oder Ü. Das war's.